willkommen mal wieder zu Play mal wieder. Das wird es auch bei jedem Video, hoffentlich, wenn ich es nicht vergesse, bei meinem Anfang dabei sein. Und ja, ich habe mal wieder Bock auf ein Video. Das letzte war vor 5 Tagen. Vielleicht habt ihr es gesehen. Infos zu Uncharted 3 plus Unpacking von Playbook und Brocode. Ja, also das Unpacking von Playbook und Brocode war, finde ich, nicht so gut. Ja. Es war einfach zu undeutlich geredet und nein. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, bitte seht euch es nicht an. Ich hasse es bis jetzt, aber ich will es nicht löschen. Ja, dann ich auch das Uncharted 3 Unpacking draufgeben. Und ja, ich mache jetzt eine Games Collection. Ja, also ich sage jetzt nicht, ja, das Spiel habe ich von da und so, sondern ich sage nur, ja, das Spiel, ja, das ist. Ja, es hat positive Punkte und negative Punkte. Zähle ich ein paar positive und negative auf. Ja, so am Anfang natürlich Uncharted 3. Negatives gibt es eigentlich nicht zu sagen. Wirklich überhaupt nichts. Ja, vielleicht Beschreibung farbig gemacht. Aber sonst perfektes Spiel. Auch in 3D. Also muss man haben, wenn man eine PS3 hat. Dann Uncharted 2. Ach ja, falls ihr noch ein paar positive Punkte von Uncharted 3 haben wollt. Zum Beispiel, der Online-Modus ist viel besser wie bei Uncharted 2, obwohl es bei Uncharted 2 ja mehr Features gab, aber irgendwie macht er bei Teil 3 viel mehr süchtig. Ich bin jetzt schon auf einem höheren Level als bei Uncharted 2. Ja, unfassbar, weil ich es nicht so lange gespielt habe oder vielleicht sogar länger. Aber ja, ich finde, das ist der Online-Modus, macht dich süchtig. Wirklich. So, dann Uncharted 2. Ja, online war es ja auch nicht gerade schlecht. Aber macht nicht so süchtig. Ja, PG-16, wie jeder weiß, negative Punkte gibt. Nämlich. Manchmal in der Story gab es ein paar Hacker, also eigentlich bei Teil 3 ja mehr, aber bei Teil 2 haben sie gesagt, ja, alles ist perfekt und so. Und dann gehe ich manchmal irgendwo bei der Wand so, bewege die Kamera ein bisschen und schon sah ich in die Wand durch und ja, und dann kann man auch glitchen. Früher eben, also viele Makel gab es am Anfang. Jetzt sind sie ja wieder hoffentlich beseitigt. Ich habe jetzt schon lange nicht mehr gespielt. Ja, das ist ja kein richtiges Spiel, aber ist so wie eine normale Card. Nur die Hülle sieht geil aus. Und es gibt gratis Sachen zum Downloaden. Ich wiederhole gratis. Ja, ein bisschen komisch, dass es gratis Sachen sind, aber ja. Colin McRae 2. Habe ich ja auf meiner PS3 jetzt noch nicht gespielt, aber bei meinem Bruder, wie er es hatte. Und ja, so schlecht ist es ja nicht. Ich finde es auch so halb geil, wirklich. Also es gab ein paar Makel und ein paar positive Sachen, aber ungefähr so. So, jetzt wieder zu einem geilen Spiel, saugeil. Geht's weiter mit Assassin's Creed 2. Ja, wie ihr seht, 70 Euro hat es gekostet, dass ich es, also mein Bruder es gekauft hat. Ja, ich habe die PG-Version ab 18. Ich bin ja auch aus Österreich. Ja, auf jeden Fall, Ubisoft hat normalerweise wirklich schlechte Spiele. Aber Assassin's Creed ist geil. Auch wenn ich jetzt sagen würde, Uncharted ist geiler, aber ja, man muss einfach beide haben, wenn man eine PS3 hat. Xbox ist Halo und Assassin's Creed. Wirklich. Ja. Es gibt eigentlich fast keine Makel, außer bei den Ladezeiten, dass man beim Animus, wo man dann so weiß ist und man kann sich frei bewegen, dass man da nicht mit dem Schwert schlagen kann. Ich finde das ein bisschen unrealistisch. Also unrealistisch, ja. Falsches Wort, wenn man mit einer Maschine in die Vergangenheit reist, aber falls es das geben würde, es wäre ein bisschen unrealistisch, dass ich mein Schwert nicht ziehen kann. Ja, weiter geht's mit Mod Nation Racers.
Ich finde es geil, man kann sich auch Karten selber bauen. Nur was ein bisschen irritiert ist, dass die Karten zu klein sind, weil es sind ja wirklich Kinderkarten, wenn man es so ansieht. Ist ja die Person selbst länger und nein, das sieht so. Ich meine, das Spiel ist geil, aber ja, ein bisschen irritiert es mich. Und wenn man weiß, der Trainer von mir dort hat dieselbe Stimme wie Sully bei Uncharted, finde ich. Ja, haben ein paar andere hoffentlich auch, weil ich will ja kein Einzelgänger sein. Ja, weiter geht's auf jeden Fall mit MotorStorm Pacific Rift. Ja, es ist geil. Es ist so ein richtig Partyspiel. Alleine kann man es spielen, aber Party ist besser. Alleine würde ich ihr Uncharted 3, Uncharted 1, Uncharted 2 und Assassin's Creed alle rein eben empfehlen. Empfehlen, ja. Party ist wirklich das gut und Uncharted 3, weil das kann man ja zu zweit online zocken. So also eine richtige Party mit vier Gästen, also so richtig Party kann man jetzt nicht sagen. Vier ist ja etwas wenig, aber ja, ist eigentlich geil. Und ja, für die nächsten Spiele brauche ich jetzt ein bisschen, denn die habe ich jetzt nicht gleich vor Ort. Tja. Weiter geht's mit Gran Turismo 5 Prolog. Ich habe gehört, bei dem normalen Fünfer kann man ja 24 Stunden Rennen fahren auf Echtzeit. Das ist ein bisschen komisch. Ich meine, man muss schon ein großer Suchti sein, damit man das macht. Also mein Cousin hat jetzt schon ein 8-Stunden-Rennen absolviert, aber da war er auch krank und das kann ich ein bisschen nachvollziehen. Ich meine, wenn man krank ist, ja, gut. Ich muss mal, Leute, hab mal kurz auf Off geklickt, damit ich mir die Spiele ja geholt habe. Und weiter zu Gran Turismo 5 Prolog. So geil ist es nicht, aber ja, Autografik ist ja leicht zu machen. Deshalb finde ich es jetzt nicht so revolutionär wie jeder andere. Oh, das ist so eine geile Grafik. Nein, also ich kenne bessere Grafiken. Stormrace, das schlechteste Spiel ever. Ich dachte mir, das ist so eine Art Ego-Shooter. Aber in echt ist das so ein Scheiß. Es ist ein Spiel, wo du automatisch schießt, wo du dich so beim Computer nur mit dem Controller so viel nach vorne gehen musst mit dem Joystick und dann auf X, damit er dorthin geht und dann schießt er automatisch. Also nein, ich hasse das Spiel. Ich hasse es. Und meistens trifft er da gar nicht, wenn er schießt. Nein, ich hasse es. Ich habe nicht einmal das erste Level durchgespielt und schon hasse ich es. Ich finde, das ist das schlechteste Spiel des Jahres. Ja, weiter geht's mit Pain. Ja, ich finde es jetzt nicht so geil, aber manche finden es geil und manche Leute suchteln auch, ist auch. Also, falls ihr wissen wollt, worum es geht. Es ist ein Kerl, der sich von einer riesen Steinschleuder abschießen lässt und dann muss man mit ihm irgendetwas zerstören. Also, ja. Dann Avatar. Viel besser als auf der PSP, weil ja leider auch von Ubisoft, also aber trotzdem Avatar ist jetzt nicht so ein richtiger Fail geworden. Es ist wirklich geil, weil man kann entweder die Bösen oder die Avatare spielen, wie man es nimmt. Und ja, als Avatar kannst du mit Pfeil und Bogen, als Böser kannst du mit Maschinengewehr, mit allem kämpfen. Natürlich hast du auch begrenzt Munition, nicht unbegrenzt. Also Little Big Planet. Vielleicht kaufe ich mir Little Big Planet 2 zu Weihnachten, ich weiß noch nicht. Entweder das oder Skyrim. Also echt keine Ahnung, aber Little Big Planet ist das beste Party-Game ever. Naja, außer Little Big Planet 2, also. Aber das ist ja klar. Aber sonst ist die Little Big Planet Saga ist das geilste Party-Game ever, weil es gibt Nerds, die gehen in das Little Big Planet 2 hinein. Ist online kreativ kreativ
Tieren, glaube ich, Levels. Und ja, da kannst du dann jedes Spiel spielen. Es gibt Leute wirklich, die suchen das und programmieren diese Levels. Da kannst du Uncharted 3 spielen, naja, nur eben mit Sackboys. Außer sie haben etwas mit dem Computer gemacht, aber ja. Es ist wirklich geil. Beste Party Game ever. Und dann Bionic Commando. Ja, irgendwie ist es geil, irgendwie nicht. Also ich finde, das ist ein Shooter. Das ist ein Spider-Man-Shooter. Weil, naja, der Arm ist jetzt nicht so wie Spider-Man, aber man hat eben das Gefühl, als wäre man Spider-Man und hat eine Knarre in der Hand. Das Ziel ist ein bisschen komisch, also kein Zoom, nichts. Man zieht einfach so jemand hin und schießt. Man hat kein Fadenkreuz, nichts. Also, ja, irgendwie scheiße, irgendwie geil, weil das Schwingen ist wirklich geil. Das irgendwie ist das geil. Ja. Und zu meinem letzten Spiel, FIFA Street 3. Ja, ich hab's ja jetzt lange gespielt, muss ich hier ernsthaft sagen. Ich habe es wirklich lange gespielt und ja, ich finde es geil, aber ja, nach einer Zeit ist es eher so ein Mittelding, also so eine Mittelschicht. Nicht ganz Daumen hoch, aber ungefähr so. Ja, also FIFA Street 3 ist ja jetzt nicht ein schlechtes Spiel, aber ja, es ist eben kein richtig geiles Spiel für mich, sondern ich stehe eher auf Shooter, manchmal auf ein bisschen auf Assassinen, ja, Mittelalter, Neuzeit, sowas, nicht so auf Fußball, also ich werde mir jetzt doch nicht FIFA 12 holen oder FIFA 13 oder irgendein FIFA, wirklich, außer ich bekomme es irgendwann einmal, aber als Geschenk und ich kann es mir nicht aussuchen, aber sonst lasse ich die Finger weg. Und die Zeit reicht nicht mehr aus, also